Ja, da sind wir. Hoi, Peter. Hoi, Lali Horst. Jetzt haben wir das schön ein bisschen fingiert, gell, weil wir schon da waren. Ja. Aber trotzdem, hey, sieht das schon fast rennfertig aus. Fast. Es fehlt noch ein bisschen etwas, aber mehr oder weniger sind wir bald so weit. Zumindest einmal für Probefahrten. Sagen wir mal ganz kurz, oder auch für die anderen ist das natürlich interessant, was ist das für ein Motor? Mir hat jetzt nämlich gerade einer geschrieben, das ist ein Honda-Motor vom sage ich nein. Nicht, oder? Ist ein Button, oder? Ist das von der Honda abgeleitet? Er hat mit Honda überhaupt nichts zu tun. Kommt eher von der Mondial-Seite, aber das ist Sport die 50er Jahre. Und der spezielle 500er Zweizylinder ist im 68 ist der eigentlich gezeichnet worden und gebaut worden. Und für die, die gar keine Ahnung haben von Patton, Patton ist eigentlich gegründet worden von Giuseppe Pattoni und von Lino Tonti. Und die haben beide vorher bei der Mondial geschafft und sind im 57 entlohnt worden, weil Mondial die Rennabteilung zugesperrt hat. Wie schnell ist das Ding jetzt gewesen auf der Sulby Straight? Okay, Top Speed Sulby Straight so 140 Meilen. Also rund 225 Stundenkilometer. Das war mit der Maria drauf wahrscheinlich, oder? Ja, mit der Maria und auch mit dem Stefano Bonetti. Das ist praktisch gleich schnell. Ja. Gleich schnell. Und die sind ja vom Gewicht her nicht gleich, oder? Ja gut, trotzdem... das Gewicht hat für Top Speed keine Rolle. Danke. für Top Speed zählt Aerodynamik. Das ist ein Art so. Die Motorräder gibt es wie als Rennmotorrad zum Kaufen, oder? Ja, seit 2003 haben sie die ersten Replikas gebaut. Mittlerweile haben sie etwa 35 Stück gebaut. Immer wieder leicht verändert. Und ich habe halt über die Jahre, so meine Erfahrungen sind da eingeflossen bezüglich Schmierung der Pleuellager. Und ich bin nicht so glücklich geworden mit Delato-Vergasern, darum habe ich den auf Kaihin gewechselt, weil die Kaihin haben den grossen Vorteil, die sind desmodromisch gesteuert. Was natürlich anders ist gegen Original, ist Scheibenbremse. Mhm. Weil damals hat man noch keine Scheibenbremse gehabt, das haben die Engländer relativ früh schon gehabt. Und Fontana hat dann aufgrund von der AP, von der englischen AP Lockheed hat er dann das kopiert und dann auch etwa so ab den 70er Jahren haben sie dann auch Scheibenbremsen gemacht. Bei uns eigentlich im Oldtimer-Rennsport sind nur Trommelbremsen erlaubt, aber in England dürfen sie auch mit Scheibenbremsen fahren, vor allem auf der Isle of Man. Das ist von der Bremswirkung nicht ein riesiger Unterschied, aber es ist halt einfacher zum Beleg wechseln und Sachen. Und was ich natürlich auch noch geändert habe, einfach andere Felgen, weil die Akron-Felgen, die Borani-Kopien, die sind nicht so gut gemacht. Das heisst, die haben immer einen Schlag, wo sie geschweißt sind am Stoss. Ja. Oder dann merkst du gerade bei den japanischen Excel, siehst du praktisch null Schlag. Auf was muss ich besonders aufpassen? Sag es mir. Bei dem Motorrad? Ja. Gibt es irgendwas? Schalten, an der Kupplung oder irgendwo? Also, oder am Gas geben oder so? Für mich war das der einfachste TÜV zum Fahren. Schon zum Schalten, dass die... Das Getriebe ist ein Gedicht, weil das, wenn du nur schon dran denkst, ist der nächste Gang schon drin. Ja, wie sieht es aus mit dem Tanken? Boxenstopp müssen wir machen, 4 Runden? Ja, mit dem Motorrad kannst du nie 4 Runden fahren mit den maximalen 24 Liter. Mit so einem TÜV mit etwa 70-75 PS brauchst du pro Runde mindestens 7 Liter. Ja. Und dann musst du einfach einmal tanken. Noch eine blöde Frage. Die Rennreifen, gibt es die jetzt noch? Die Firma Avon ist von der Goodyear übernommen worden und ich habe jetzt gerade gehört von den Engländern, dass das Werk in Malcolm, in Wiltshire, das wird Ende 2023 geschlossen. Also vermutlich gibt es das ja auch noch. Nehme ich mal an. Na, danke, der liegt noch irgendwo da oben. Können wir noch mal drauflegen, nur zum sehen, wie der aussieht? Oder? Ja, das sind wahre Kunstwerke da, die Aluminium-Tank. Und so einen zu machen, da hat es nicht mehr viele Leute, die das können. Ja. Das ist langsam ein bisschen kritisch. Und wie viele Liter hat der Tank jetzt da? Also das ist jetzt ein 17 Liter Tank. Mit dem kannst du 2 Runden fahren und den musst du genau tanken. Ja. Dann haben wir aber noch einen grösseren, der hat
23,5 Liter, mit dem kannst du 3 Runden fahren. Also wenn das Rennen verkürzt wird, hast du jetzt einen Tank, wo man nicht nachtanken muss, gell? Genau, genau. Ich bin schon so gespannt, wie das läuft. Wo gehen wir überhaupt hin testen? Sag mal, wo willst du denn hin? Ja, vielleicht Schleiz oder so. Schleiz wäre super, ja. Ja. Aber wie sind wir mit der Lautstärke? Das ist schwierig, ja gut, gell? Das ist schwierig. Also Schleiz hatte, glaube ich, nur 2 Tage, wo sie laut fahren.